Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Livestream, meine Freunde. Lang ist es her, aber ich starte wieder. Zumindest ein bisschen. So. Jetzt halten wir erstmal die Klappe und gucken mal, was passiert. Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran. Eine ganze Stadt einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Ja, früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. So, ich dachte eigentlich, da kommt ein bisschen mehr Video. Aber gut, dann nicht. Klettern Sie auf den Vorsprung. Ja, wie? Moment. Okay, mit Dreieck kann ich mich komplett drehen. Einmal 180 Grad. Mit Kreis kann ich mich ducken. R2 ist schlagen. Ja, R2 dann nehme ich an, dementsprechend visieren. R1 ist blocken. Und R1. Ah, R1 ist springen, okay. Mal gucken. Achso, wir kriegen es auch gezeigt, okay. So. Ah, die Grafik ist schon geil. Du bist immer noch ganz schön stark. Da muss ich hoch.
Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Mhm. Honig, okay. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So jetzt nicht mehr. Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Ne? Auf keinen Fall. Habe ich schon mitgenommen. Können weitergehen. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst dir auch Kamille. Kamille, okay. Da hinten. Nee. Halten Sie R3 für Überlebenssinn, okay? Mehr Honig. Oh, ich habe jetzt hier einen. Ah, was haben wir da? Auch noch Honig. Okay, Kamille. Wo soll ich denn Kamille finden? Ist das die Kamille, dieser Baum hier? Du weißt doch, wie Kamille aussieht, oder? Nein, weiß ich nicht. Alter. Warum sagt der das so behindert? Gibt es da mehr Kamille, oder? Ich muss 2-mal Kamille finden. Aber wie sah das Ding jetzt aus? So eine Pflanze einfach. Witzig sehen, klar. Bist wohl ein bisschen abgeschlafft, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hä? Huh? An die Arbeit. Leck mich! Wo soll denn die Kamille sein? Ach toll, hier oben. Das müsste reichen. Ich muss auf jeden Fall gleich. Ach, kommen wir noch mehr mit dir, wenn hier schon mehr steht. So. Ich muss auf jeden Fall kurz in die Einstellung gehen. Also mir geht das eindeutig zu langsam mit der Sicht. HD-Steuerung. Stick-Empfindlichkeit, die muss ich hochstellen. So. Geh mal gucken. Ah, schon besser. Boah, aber es könnte für mich noch ein bisschen, aber ist okay. Lassen wir so. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Komm schon, wir sind fast da. Dann mal los. Das ist es. Komm schon. Zieh. Ja, wow. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Ja. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Mhm. Ein paar Sachen gibt's hier. Okay, das R1 springen ist ein bisschen ungewohnt. Ich weiß gar nicht, wie es in Teil 1 gewesen ist. Auf jeden Fall 4. Leer. Okay. 4 Sekunden, aber nichts zum Zigaretten, okay. Aber wir haben Arznei hergestellt, da können wir ja auch noch Zigaretten mitnehmen.
hatten sie einander. Hey, komm her. Schau dir das an. Bin auf dem Weg. Setz dich, Kumpel. Für dich. Oh, ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Was hat der das denn jetzt aufgegabelt? Lecker, abgestandenes Bier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht? Habt ihr diesen Typen gefunden? Hab für dich diesen Typen gefunden. Welchen Typen? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 MHz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Der Typ erinnert, dieser Spike erinnert mich so sehr an Morgan aus Walking Dead, ne? Vorne krabbelt jemand. Jetzt sehe ich jemanden, okay. Im Haus ist auch noch jemand, oder? Ne, das ist ein Vorhang. Meter. Na, wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier abgeht. Ist das denn der einzige? Ah ne, da hinter dem Auto hinten steht auch noch jemand, oder? Ne, das ist nur Schatten.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die einzige oder der einzige ist. Ich sehe das gerade gar nicht. Oh nein. Geister. Ernstfall für Schnellangriff. Oh, der ist ja. Der ist ja nicht so schnell. Bam! Bam! Oh, da ist ja noch einer. Was soll denn immer heißen? Ach, da ist er ja wieder. Hab ich's ja aussetzt am Stream oder was? Boah, Batz, Alter. Komm, der auch noch. Boah, heftig. Oh, den kann ich. Also, der hat Stofffetzen, der hat nix, okay. Oh, jetzt haben wir ein bisschen was. Oh, was haben wir denn hier? Wundbrand, gewöhnliche einhändige Machete. Hm? Sieht aber auf jeden Fall schon besser aus als der Klüppel, den ich da habe. Guck mal im Haus hier, ne? Guck mal im Haus hoch. Boah, ich dachte gerade, hier drin ist auch noch einer. Oh ja, da ist auch noch einer. Naja, lass mal den mal draußen. Jetzt mal alles durchsuchen hier. Der ist ja gleich auch noch da. Hallo! Alkohol. Alkohol ist gut. Oh, wie die auf die Fresse kriegt. Oh, heftig. So hochlaufen geht ja nicht, oder? Oh doch. Achso, bringt mich aber nicht weiter. Okay. Komm. Jawohl. Primitive Keule. Einfach alles mitnehmen, was wir finden. Ob es da drüben auch noch was gegeben hätte? Kann ich gar nicht sehen, ne? Ne, ist zu weit. Ja, gut. Viel Potenzial. Oh ja. Ich denke mal, die rot sind, die leben noch, oder? Ja, die leben noch. Also, was heißt leben, aber... Gucken. Oh, die sind alle aktiv hier. Sollen wir uns durchschnetzeln oder sollen wir daran vorbeilaufen? Ich bin mir gerade unsicher. Oh, okay. Wir schnetzeln, glaube ich. Oha. Zu viele, zu viele, zu viele. Komm hoch da. Das sind ein bisschen viele, glaube ich, für so eine einfache Keule. Alter. Aber wieso haben die alle eine 1 über dem Kopf? Was soll das bedeuten? Level 1 Zombies oder was? Riskiere ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu unsicher. Oh, das ist gut. Drücken Sie R2 mit Benzin zu werfen, halten Sie 4, um ihn zu zünden. Okay. Was? Halten Sie 4, um ihn zu zünden. Komm!
Geil, okay. Haben wir noch mehr? Ne, schade. Boah, guck mal, jetzt sind sie alle aktiv da. Guck mal, sind sie alle am Start. Huhu. Egal. Wir wollen jetzt nicht hier sinnlos kloppen. Da hängt auf jeden Fall wieder Honig. Also, da steht... Okay, da steht wieder was zum Flemmen. Komm. Springen Sie auf ein Abflussrohr, um es zu ergreifen. Klettern Sie hinauf mit L. Wo ist denn ein Abflussrohr? Ach, hier. Lol, okay. Ihre Ausdauer ist sicher. Warten Sie, bis wieder vollgeladen ist. Alles klar. Kann trotzdem schon mal reingehen. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Was ist denn hier Mülleimer? Teile. Also mit diesem R1 springen ist echt noch ungewohnt. Ich bin es gewohnt, auf X zu springen. Lachs, Konserven, Alkohol. Das wird eine Party diese Nacht. Also für alle, die auf jeden Fall Dying Light 1 nicht kennen, es gibt sogenannte Safe Zones, wo man reingehen kann, wo die Zombies nicht reinkommen. Das Ganze ist dann quasi ein abgesperrtes Gebiet, was mit UV-Licht abgestrahlt wird, weil in dieses UV-Licht gehen sie nicht rein. Und ich denke mal, dass ich hier jetzt auch den Strom einschalten muss und so, und dann wird gleich hier mit UV-Licht alles bestrahlt werden. Schalten Sie hin? Okay. Was zum... Komm hier hoch, Ding da. Was zum Teufel ist das? Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall nichts Freundliches. Ja, ich will noch länger warten. What the heck? Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massive Schäden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen R1, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Kommen die jetzt gar nicht? Sind die nur unten? Das Fliegenvieh kommt auch nicht rein? Okay. Ich dachte, dieses fliegende Viech käme wenigstens hier hoch. Kommt! Ich bin wieder da. Hallo hier hinten. Weg mit dir. Oh, keine Ausdauer mehr. Kurz warten. Weg mit dir. Stimmt, das so geil, wie du die schnetzeln kannst. Wenn ihr nachher Macheten habt oder so hier, ne, in dem Game, dann könnt ihr die auch richtig geil zerteilen. Ich habe ja eine Machete, ich könnte ja quasi... Oh, der lebt ja noch. Oh, ich liebe Dying Light. Das hat so Spaß gemacht. Früher schon. Teil 1 war schon mega geil.
Ich weiß auch, wie oft ich mit Christopher Bosa-Korde gespielt habe, ey. Das war auch schon geil. Boah, was wir an Waffen hergestellt haben, ey. Boah, das war schon richtig nice. Streamst du jetzt eigentlich wieder regulär oder nur, wenn du es gerade passt mit Zeit? Nee, ich stream jetzt nur noch, wenn ich da Bock drauf habe. Schlafen gehen. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit ihr Netzwerk an einen Wiedereinstiegspunkt erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem sie Tag- und Nachtphasen wechseln können und zu Aidens Versteck, an dem sie ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Genau, ist ja das, was ich eben gesagt habe. So, Spielerversteck. Ich packe jetzt noch nichts ins Inventar. Ich glaube nicht, dass das Inventar schon so voll ist, oder? 6 von 14, 80. Ja, nichts mehr. Hinlegen. Komm. Hier kann man quasi speichern und gleichzeitig halt auch die Nacht überspringen, ne? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Abby! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Heidi, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Schwester. Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Ah ja. Also wir scheinen auf jeden Fall auch in der Zeit Zelt den zu Typen sein. Zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Magie. Ah so. Was war das? 140, 200, ne? Genau. Hier, Aiden.
Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Wolfspilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Ohne Scheiß, was hätte der jetzt in dieser Situation sagen sollen? Nein, sie ist tot. Komm mich trotzdem holen, bring mich trotzdem dahin. Oh Mann, ey. Okay. Kann ich jetzt hier vorne einfach runterspringen ins Wasser? Oder bin ich dann dead? So ein bisschen Panik, da runter zu jumpen. Nicht, dass ich da hinten noch weiter muss, aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts, was mich jetzt irgendwie... Hier gibt's auch... Oh, nein! Wow. Ich bin durch die Straße gefallen. Toll, jetzt stehe ich mitten auf so einem Hügel. Ja, toll, super. Mega. Genau das habe ich mir vorgenommen. Ah, aber ich bin unten, ne? Wie ist er? Ja, egal. Ah, scheiße. Nutzen Sie L zum Schwimmen, Kreis zum Tauchen, R1 zum Auftauchen. Naja. Hier hochklettern? Ja. Na, Freunde. Hallo? Hallo. Hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Da ist ein Eingang, den der CIA übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Mach schnell! Guck mal, wie viele Leute hier stehen. Oh shit, falsche Taste gedrückt. Boah, ich freue mich schon, wenn ich die ersten Waffen habe, die zerstückeln können. Hoppala. Weg mit dir. Beeilen, beeilen. Wo muss ich überhaupt hin? Tschüss. Wie viele kommen denn hier? Ja, wenn ich mich beeilen muss, dann lassen wir die mal alle. Oh, hier sind, ja noch mehr. Shit. Na egal, kann man laufen. Komm ich denn da hin? Hallo.
hier was für mich? Ah, hier ist eine Kamille. Zack. Hallöchen. Boah, hier stehen aber jede Menge. Naja, ist ja gut. Hier ist noch Honig. Komm. Hier, Versteck. Kann ich hier verstecken, einfach so, oder was? Echt? Okay. Cool. Komm ich da dran? Boah, gerade so. Wollte ich auf dem LKW landen, aber gut. So. Hey, Kamille. Boah, hier wächst aber ziemlich viel Kamille. Versteck. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey. Hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Tunnel sind dunkel, das ist nicht so gut. Können wieder so komische Viecher kommen. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als müsste ich mich gleich verkloppen. Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark. Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Ich hab ein bisschen Angst, dass sie die Taschenlampe sehen, deswegen lasse ich die aus. Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast.
Halten Sie L1 zurück, um den Anfang des Gegners zu blocken. Blocken Sie im letzten Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Bei einem perfekten Block taumelt der Gegner, wodurch er kurzzeit wehrlos ist. Alles klar. Komm. Achso, ja, das ist zu spät. Komm. Komm. Pass auf die Fresse jetzt, mein Freund hier. Komm. Wie der auf die Fresse kriegt. Oh, ich weiß so geil, wie das Blut spritzt. Boah, Alter. Komm. Oh, da kommt noch einer. Oh. Noch zwei. Ja, komm, mach mich fertig. Komm. Au. Oh. Hat dich getroffen. Komm. Komm. Oh, ist das heftig, für das geil. So, Sie haben einen neuen Kampffertigkeit erhalten. Drücken Sie die. Ja, okay. Mal gucken, was gibt's denn hier? Sprungtritt ermöglicht es Ihnen, bei einem Sprung über ein Hindernis oder einen taumelnden Feind einen Tritt auszuführen. Okay. Das ist gut, ein Sprungtritt ist gut. Komm schon, Junge. Wie machst du denn diesen Sprung? Da hab ich sie gar nicht geguckt. Hä? Achso, mit R2 bestimmt, ne? Moment. Nee, wie machst du denn diesen Sprung? Das hab ich jetzt gar nicht gesehen. Laufen Sie zu einem taumelnden Gegner und drücken Sie R1, um einen Sprung auszuführen. Drücken Sie R2 während des Sprungs, um einen Sprung zu machen. Okay. Wahrscheinlich macht man das. Okay. Naja. Wahrscheinlich ohne. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein Messer? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper. Sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Oh, jetzt geht's. Oh ja. Zum Henker. Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Na komm. Schlachtet ihn ab. Na kommt. Ich freue mich schon drauf. Verwenden Sie einen Sprung, um Kampfhass. Verwenden Sie einen Sprung, um in Kampfhandlungen Ihre Mobilität zu erhöhen. Laufen Sie auf ein Hindernis oder einen taumelnden Feind zu und halten Sie R1 gedrückt, um darüber zu springen. Drücken Sie im Sprung R2, um einen weiteren Gegner vor Ihnen mit einem Sprungtritt anzugreifen. Das sind die Grundlagen des Parkourkampfes. Später lernen Sie weitere Fertigkeiten, mit denen Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Na gut. Autsch. Komm, komm. Komm. Achso, ich muss diesen Sprung. Aber wie krieg ich dann noch nicht hin? Autsch. Also diesen Tritt krieg ich nicht hin. Ich schlag immer. Oh, 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 oh. Ich atme nicht mal schneller. Ich kann noch eine Runde durch. Diesen Tritt führe ich aber nicht aus. Ich will immer die Waffe. Komm.
Ich glaube gar nicht, dass ich die töten kann. Ich glaube, ich muss diesen Tritt ausführen. Ich weiß auch noch nicht wie. Also entweder muss ich sofort R2 drücken, oder habe ich noch nicht ganz gecheckt, ey. Ich mache aber diesen Schlag. Also den Schlag kann ich, aber... Wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Oh, oh. Komm. Wie kann ich denn diesen scheiß Tritt machen? Ach so. Ach so. Wow. Ich hätte vorher lesen sollen. Ach so, ich dachte, man kann... Oh shit. Ich dachte, man kann immer diesen Sprungtritt machen. Okay. Komm. Komm. Ah, scheiße, zu spät. Oder zu früh. Komm. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Oh, bin ich getroffen. Komm. Jetzt habe ich es gecheckt. Boah, geil. Komm. Komm. Boah, jetzt kommt Machete. Boah. Ist das geil. Was stand da oben? Komm. Komm. Ich kann nicht mehr. Oh, da kommen noch mehr. Oh, okay. What the heck? Na komm. Komm. Oh, wollte eigentlich einen Sprungtritt machen. Komm. Komm. Autsch. Komm. Dem fehlt der Arm. Oh. Entkommen Sie mit dem Kontaktmann. Ja, komm. Steh auf. Los, komm weg hier. Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Geh zum Lüftungsschacht. Schnell. Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan! Geh! Da ist der Verräter! Ah. Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Lass ihn los. Du mich hintergangen. Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin.
wirst du? Sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Halt ihn! Das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Jana, hol die Hände. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker. Und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm.
unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Hakon hat komplett den Verstand verloren. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Wie komme ich zum Tunnel? Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Belidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Ja. Ja, lange Zeit, ist viel passiert. Aber das zweite sieht schon mega aus, das erste. Ja, das erste habe ich auch gespielt. Das erste war auch mega geil. Deswegen ist offensichtlich drauf. Freue ich mich umso mehr auf das zweite. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Ja, komm nicht hoch. Ja, ist ja gut. Mein Gott, der fällt direkt runter, ey. Muss ganz dringend mehr Ausdauer. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Hab ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast?
Ich komme gar nicht hoch. Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fuck! Danke. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Was denn vieles passiert, Hey? Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. What? Halten Sie beim Durchqueren Wilder nach Dachs. Wie spricht man das aus? Dachhainen. Ausschau. Stellen mit dichtem Pflanzenbewuchs erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Okay. Haha, schreibe ich dir das so privat? Ja, dann schreib mir mal privat. Mach mal. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Honig. Na? Teile. Kamille. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Kryptonit. Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Moment, ich war noch nicht fertig. Hier gab's noch was, glaube ich. Hier. Da. Boah, es fühlt sich wieder so gut an, hier so Parcours zu laufen, ey. Das war in Teil 1 schon so mega geil. Ausdauer aufpassen. Bis jetzt sehe ich nichts. Los, komm schon. Bin er da. Stopp. Wow. Oh. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. So, komm, kannst du mir erzählen mehr über sie? Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. So, danke für dein Twitch Prime. Mein Gott, danke für dein Twitch Prime Abo. Mein Gott, Zungenbrecher. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso. Und die PKs werden schlimmer. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Also sagst du möchtest gerne RP-Videos sehen wieder, ja? Oder lieber Streams? Soll ich lieber streamen?
Was gefällt euch besser, Leute? Soll ich über RP streamen oder Videos machen? Wenigstens bin ich hier noch hochkommen, bevor ich runterfalle. Also bis jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, also grafisch ist geil, spielerisch auch. Man hat ja noch nicht so viel gesehen, also man muss das mal gucken. Aber erwartet uns keine Überraschung. Die Stadt, muss ich jetzt im ersten Augenblick sagen, gefällt mir in Teil 1 besser. Es wird dunkel. Aber gut, wir warten mal ab, wie es noch wird hier. Schnell, öffne die Kiste. Welche Kiste? Ach, die. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Nichts drin. Diebe. Warte. Oder was ist das da? Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Tja. Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich sag dir die Wahrheit, ich kann dir nicht viel dazu sagen. Ich suche jemand Wichtigen. Das sollte mir helfen, sie zu finden. Aber woher hast du das denn? Besser, du weißt das nicht. Glaub mir. Wenn du meinst. Oh. Ich sehe schon. Scheiße. Ein paar. Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Na, das wird wohl nicht so im Laufen. Aiden, bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist einzig sicherer Schutz vor Infizierten. Achten Sie daher auf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie R3 gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden und die nächstgelegene Quelle von UV-Licht bei Nacht mit dem, ich sag's einfach mal, Sonnensymbol zu markieren. Die Mucke ist geil. Sie sind in der Nähe, mach schon! Hoppala. Da drüben, zum Licht. Hörst du das? Ja, natürlich höre ich das, ich bin ja nicht taub. Geh runter! Bleibt da hängen, ey. Hä, wo ist der hoch? Ist der nicht da hochgegangen? Boah. Aufmachen. Glück gehabt. Glück gehabt, ich hab da wieder hochgegangen. Ich steh doch im Licht. Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Biomarker. Keine Zeit! Uns hängt ein Heuler am Arsch! Biomarker! Hörst du nicht? Hinter uns! Ich sagte Biomarker! Hier! Und seiner? Er gehört zu mir! Ich muss seinen Biomarker sehen! Lass uns wenigstens erstmal ein! Ich muss seinen Biomarker sehen! Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Ich dreh mich nicht rum, glaub mir. Ich lauf. Schneller! Da kommen noch mehr von ihnen, Aiden. Du musst schneller laufen, ich bin schneller als du. Autsch. Nicht mehr weit. Wir sind auf den Sicherheit. Oh nein, ich bin falsch gelaufen. Nein! Autsch!
muss ich denn hin? Tschüss! Ja, das war's. Ja, ich komm nochmal mal hoch. Ich sehe auch nichts. Oh shit. Geh doch hoch da. Ja, keine Ausdauer mehr. Komm hoch da. Oh Mann. Komm, geh doch hoch. Oh Mann, ey. Die verlassen das Missionsgebiet. Ja, geil. Ja, toll. Der Typ war einfach zu langsam. Ich war viel schneller als er. Sie haben das Missionsgebiet verlassen. Wow. Wo ist der denn? Ist der jetzt schon weg oder was? Aua. Ich habe auch nicht gesehen, wie der da hochgekommen ist. Wie soll ich denn da rüberkommen? Geh doch da hoch, Mann. Ach, hier kann man hoch. Wow. Das hab ich nicht gesehen. Killian, ich bin's. Kein Freund hier, was? Killian, lenk sie ab. Wie soll ich den ablenken? Killian! Mensch, Killian, mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Halt sie auf! Das soll ich dir heilen! Batsala, tschüss. Scheiße, das sind ganz schön viele. Das soll ich dir haben. Lass mich rein. Ah, wir haben es geschafft. Ja, echt, das war's schon? Ärger kommt selten allein. Ah, komm, bring uns da rein. Ich versuch's ja. Killian, wie schön, dass du da bist. Komm. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Was soll ich machen? Gegenklopfen? Wir sind sowas von am Arsch. Verdammt doch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast, wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du? Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Wenn du uns reinlässt, findest du es raus. Flache Atmung, geweitete Pupillen, schwitzt wie ein Schwein. Du bist davor, dich zu verwandeln und kommst hierher? Ich brauche nicht mal deinen Biomarker zu sehen. Na, du siehst so viel. Warum tust du dann nichts dagegen, ha?
Außerdem habe ich keinen Biomarker. Früher habt ihr den Leuten geholfen, Killian. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Oh, Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Was liegt denn da am Dings? Oh. Danke. Ein beschissener Taxifahrer und Mutter Theresa in einem. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das Leben wäre einfach gewesen. Was ist das denn? Keine Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Aha, hier kann ich mich auch hinlegen. Sehr schön. Komm, wir reden mal mit dem. Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Nach Biomarker fragen. Biomarker, warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Warum hörst du ihn nicht mehr? Zum Glück haben Harkon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Du und Harkon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Was ist falsch daran, dass Harkon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Harkon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Ja, mal rausfinden. Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Dann legen wir uns mal hin. Sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Ich dachte, jetzt kommt ein Video. Aber gut, dann nicht.
Wie gesagt, ich werde jetzt aufhören, Leute. 12 Uhr. Ich muss jetzt noch ein bisschen was erledigen. Beeil dich, Aiden. Wir müssen ins Krankenhaus rein und wieder raus, solange es Nacht ist. Ja, morgen früh wird es hier eine Menge Infizierter geben. So. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war schön, mal seit sehr langer Zeit wieder zu streamen. Wenn ihr Bock auf RP-Streams habt oder so, dann lasst es mich wissen. Ich werde den Stream hier auch auf YouTube hochladen. Weiß nicht, wann der online sein wird. Heute Abend oder wann, oder vielleicht morgen. Gucken, wie schnell das geht. Ja, da könnt ihr mir gerne unter den Stream auf YouTube dann halt drunter schreiben, ob ihr gerne RP-Streams haben möchtet oder was ihr gerne sehen möchtet. Außerdem wird es natürlich mit Dying Light weitergehen. Morgen Abend, vorausgesetzt, denke ich mal, werde ich Dying Light 2 streamen. Dann natürlich auch länger als 2 Stunden. Ich denke mal dann, dass wir dann mit Sicherheit 4-6 Stunden durchziehen werden. Ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, war es das für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, kommt gut ins Wochenende und ciao.